Ja, moin. Hier ist wieder euer Philonese und heute spielen wir endlich mal mit der Head-on Queen Jane Romero. Normalerweise spiele ich am Anfang immer mit den lehrbaren Perks, aber da ich leider keine spannenden Partien aufnehmen konnte, starten wir direkt mit Head-on und Entscheidungsschlag, um dem Killer das Head-on Special zu zeigen, Nachtwache, damit ich Head-on schnell wieder zurückbekomme und Widerstandsfähigkeit für die 9%. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, abonniert den Kanal und sagt es mir in den Kommentaren. Danke Leute und viel Spaß mit dem Video. Alles klar, los geht's, wir sind auf Herdenfield. Ah, komm, okay. Bin im Schneebahn drin. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ich liebe Schneemänner, ganz ehrlich. Vielleicht können wir Freddy ja blocken. Wir müssen versuchen, bis zur Palette zu kommen. Nein, er hat sie geschmissen. Er kommt jetzt nicht vorbei. Oh mein Gott. Richtig bescheuert. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich vielleicht hier rein? Okay, kann ich nicht. Nice. Nein. Aber vielleicht kann Dwight mich retten. Oh mein Gott, das war eine Traumpalette. Oh, ich werde saven. 100%. Entweder mit der Palette oder mit der Flashlight. Er wird schmeißen, oder? Ja. Uff. Wo läuft der hin? Ist die fake? Keine Ahnung. Ja, ist die. Oh mein Gott, es ist dunkel. Ich habe keinen Dead Heart. Okay, wir sind weg. Hoffentlich. Free Drop. Ich weiß halt nicht, was das für eine Palette ist. Ich habe Widerstandsfähigkeit. Ich bin schneller an Paletten. Okay, nice. Into the Chain. The Chain. Nice. Oh mein Gott, das sind alles Fake-Paletten. Aber hoffentlich ein Flashlight-Safe. Nice. Komm, Dwight. Dwight, 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 Dwight. Yes, Sir. Ich kenne den Typen nicht. Ja. Und er hat mich einfach gerettet. Nice. Nein. Kein Chainblind. Oh mein Gott. Und er ist hinter mir. Oh, das ist ein Schrank. Okay, ich glaube, er hat eine ziemlich heftige Latenz. Denn ganz ehrlich, so schwingt. Pass auf, er schwingt. Verdammt, egal. Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Nein, ich dachte, er geht andersrum. Nein, Dwight ist nicht hier. Egal, das Gute ist, ich habe gleich den Entscheidungsschlag und werde ihm dann das Special geben. Ich weiß auf jeden Fall, wo ein Schrank ist. Das ist sehr wichtig für mich. Warte, warte. Nee, aufwecken traue ich mich nicht. Ich weiß nicht, ob der Entscheidungsschlag dadurch weggeht. Bitte zieh mich raus. Let's go. Zwei, drei, vier. Bang! Und jetzt muss ich laufen, denn jetzt bin ich tot. Wenn er mich jetzt kriegt, bin ich tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Der Typ hasst mich. Oh mein Gott, ich habe so ein Glück. Okay, ich muss dringend hier weg. Ich muss echt aufpassen. Ich glaube, ich habe eine Glyphe gehört. Yes. Nice. Wenn ich rechtzeitig komme. Oh, das könnte was werden. Okay, einen kann ich retten.
Nice. Den zweiten leider nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich habe keinen Juice mehr. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin so dumm. Nein. GG's. Nein. RIP. Alles klar. Wir haben das Ormond Holiday Resort. Ich glaube, so heißt es. Und wir haben einen Henker. Ich weiß nicht. Oh, da ist er. Kein Double Back. Nice. Diesmal Double Back. Oh nein, er folgt straight. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben kein Dead Heart. Er folgt uns nicht, oder? Folgt er uns? Doch, er folgt uns. Er macht eine Wand kaputt. Und lässt uns in Ruhe. Nice. Okay, er kommt in unsere Richtung. Wir gehen wieder hoch. Er folgt uns auch. Nice. Oh, das wird knapp. Oh. Nice. Ja, nochmal hoch lieber nicht. Wir haben hier eine Palette. Die ist mindgameable. Er lässt sich stunnen. Gut zu wissen. So einer ist er also. Oh, quick and quiet hätten wir jetzt so gut gebrauchen können. Einfach in den Schrank und dann head on. Bam. Ja, ich kann ihn sehen. Nice. Oh, ich muss vorsichtig sein. Okay. Nice. Okay, ich bin irritiert. Wo sind die Gens? Wo sind die Gens, Leute? Unten Disconnect. Nice. Leute, wofür habe ich ihn jetzt. Wofür habe ich mich jetzt chasen lassen? Warum? Oh, er kommt. Das ist die Zeit für Head-On. Und wo kommt er? Nice. Okay, er geht da lang, gehe ich hier lang. Ich glaube, ich muss weiterlaufen. Er geht jetzt ins Shack. Er ist im Shack gewesen. Okay. Ich glaube, er hat Hass auf mich. Oh, da haben wir eine Palette. Nice. Ich weiß jetzt nicht, wo genau er ist. Wo ist er? Wo sind Sie, guter Mann? Okay. Das Match geht schon 6,5 Minuten. Ich wurde zweimal gechased und ich habe den ersten Gen gemacht. Und wir sind nur noch zu zweit. Nice. Ich brauche eine Heilung. Wo ist die Feng? Da ist die Feng. Oh nein. Uff. Nein, jetzt hat er mich gesehen. Nein. Oh nein. Okay, er lässt sich nicht verarschen. Okay, nice. Wir müssen hier noch eine Palette haben. Haben wir, nice. Oh nein, ich habe noch Head-On, aber ich kann es ihm nicht geben. Nice. Wir gehen wieder hoch. Oh, er will mir nicht folgen. Er verlässt mich. Oder?
Erwarte, dass ich runterspringe. Ah, er ist ein kluger Bursche. Wir warten einfach hier oben. Er kann eh nichts machen. Solange wir hier oben sind, sind wir sicher. Oh, vielleicht folgt er mir, ja? Ich kann ihm Head-On geben. Vielleicht kommt er ja wirklich hoch. Oh mein Gott, er kommt wirklich hoch. Wir haben da das Fenster. Nach dem Head-On können wir einfach durchs Fenster springen. Nice. Let's go. So. Dann nochmal ein Fast Vault. Nein. Oh nein. Wenn ich jetzt noch die Luke bekomme, Leute, ne? Das wäre echt perfekt. Wenn ich jetzt noch die Luke kriege. Aber unwahrscheinlich. Sie hat zum zweiten Mal versucht, sich selbst zu retten und zum dritten Mal. Wenn sie jetzt schnell stirbt, kann ich die Luke bekommen. Theoretisch. Oh nein. Ich höre ihn schon. Er sucht. Er sucht. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Komm schon, Luke. Ist sie da vorne? Sie ist da vorne. Das kann nicht sein. Sie ist wirklich da vorne. Komm schon, DBD, bitte. Bitte. Gib mir die Luke, bitte. Ich höre nichts. Pinhead ist nicht da. Yes. Oh, lass mich rein. DBD, lass mich rein. Nice. GG's. Oh mein Gott.